Und damit herzlich willkommen zur Folge 5 von A Dead of Night. Ich bin im Zimmer 106, Etage 1. Und ja, ich hole den einen oder anderen nochmal ab. Emir, die Geschichte habe ich nun abgeschlossen. Jetzt im Moment bin ich eigentlich mit Harvey und mit Dr. Boos immer noch in Kontakt und habe im Moment auch so ein bisschen die Auswahl, welchen von beiden ich jetzt weiter verfolge. Boos ist als letztes dafür beschuldigt worden, dass er wohl Jimmy Gewalt angedroht hätte und irgendwas geht da jetzt in der Lobby ab. Weil Rose ja hat natürlich Jimmy geglaubt, weil sie ja das irgendwie nicht so richtig blickt, dass Jimmy halt auch wirklich eine psychische Erkrankung hat. Und ja, Boos kommt immer mehr in die Gefahr, beschuldigt zu werden, obwohl er eigentlich, ja, wie soll ich sagen, schon darauf bedacht ist, Jimmy halt zu therapieren. Weil das alles eben ziemlich extrem ist, was hier abgeht. Und ich kann mir halt auch gut vorstellen, auch wenn es noch nicht so formuliert wurde, dass natürlich Boos wahrscheinlich auch den Tod von Amy auch geblickt hat, wie das vielleicht so zustande gekommen ist und deswegen auch so eine Panik schiebt. Ich würde mich deswegen jetzt erstmal auf den Weg machen zu Boos. Und ja, Harvey wird sich auf jeden Fall, denke ich, auch noch klären, vielleicht in der Folge, dass wir da mal vorbeilunsen. Ja, wieder eine Menge gelabert. Und ich muss mich natürlich jetzt erstmal wieder orientieren, wie ich jetzt hier aus diesem Zimmer rauskomme und möglichst zeitnah den Fahrstuhl erreiche. Denn die letzte Folge war sehr belastend für mein Herz. Denn das war, ich war super verpeilt, super extrem anfällig für Jumpscares, weil ich so in Gedanken war mit der Story. Und ich habe wirklich die volle Breitseite abgekriegt tatsächlich. Und das hat mir natürlich schon wieder so ein bisschen Angst gemacht. Für die nächsten Folgen. Okay. Okay, 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 okay. Ja, ja, ja. Okay. Was super witzig ist gerade für mich, dass ich mich jetzt nach dem Radio orientiert habe, weil ich weiß, dass das Radio beim Fahrstuhl ist. Das ist wirklich witzig, weil eigentlich hasse ich dieses Radio. Und jetzt hat es mir geholfen. Okay. Ja. Hier ist das Telefon tatsächlich. Und hier blinkt sich jetzt wieder eins ab. I would never use force like that on a patient, Mrs. Hall. It goes against everything I believe in. You have to understand, he's making it all up. Ja. Genau. Dr. Boos erklärt, was passiert ist. Ja, und Jimmys Mutter steht natürlich völlig hinter ihrem Sohn, ist klar. Is it Dr. Boos? Yes, I'm Dr. Boos. Dr. Boos. Okay. I saw you trying to explain what happened with Jimmy. You seemed desperate. I was worried that Rose would believe Jimmy. It was a bare-faced lie. But I managed to convince Rose Jimmy was making it up. NHS? Was ist das denn? Okay. Es ging jetzt schneller als gedacht.
Okay, also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat sie ihm doch jetzt geglaubt, dass das nie stimmt. Das wäre jetzt dann doch tatsächlich überraschend. Weil für mich sah das so aus, wie als mir das Telefon gezeigt wurde, dass ich dahin soll, sah das so ein bisschen aus, wie dass Rose halt die Polizei gerufen hat, um ihn verhaften zu lassen. Aber anscheinend ist es dann doch nicht so abgelaufen. Okay, Etage 2. Okay, hier knallt es ordentlich. Nee. Okay. Harvey, oder? Ja. War ja unterwegs, um ja, nachdem er geschockt wurde von der gefährlichen Heizung, war er so wutentbrannt, dass er ja, statt ihm wahrscheinlich irgendwie ein paar auf die Fresse zu hauen, jetzt mal böse gesagt, hat er lieber Gegenstände zerstört. Und in dem Moment, als ich das gerade sage, ist es eigentlich auch super gut, dass er es nie getan hat, also ihm auf die Fresse zu hauen. Denn wie gesagt, Jimmy ist ja zu dem Zeitpunkt ein Kind. Daran muss ich mich dann doch immer mal wieder erinnern. In Anbetracht der grausamen Sachen, die Jimmy so macht halt in dem Alter. Das ist schon für mich... Also ich denke mir immer so, das traue ich einem Kind gar nicht zu, dass das so drauf ist irgendwie. Ganz komisch tatsächlich. Okay, achso. Is it Harvey? Bist du es wirklich? Yes. Nein, hier ist Dr. Bulls. Okay, Harvey, was geht ab? I saw you with a bat, coming out of a room. What had you done? His television and games consoles and stuff. I was angry. But it didn't work. It just made him worse. He soon retaliated. Mhm. Ja. Ja klar, bei so einer Spielkonsole wäre ich tatsächlich auch ziemlich sauer. Vor allen Dingen in Bezug auf die aktuelle Lage mit der PlayStation 5 und so. Also, ja. Okay, konzentrier dich. Es machte ihn nur schlimmer. Er rächte sich bald. Okay. Ich habe ihn anscheinend schon zu anderen Sachen gefragt. Also zu dem, was ich noch so gefunden habe. Wie könnte er sich jetzt gerecht haben? Baseballschläger hatte ich. Notiz mit es tut mir leid und auf Wiedersehen von Jimmy hatte er keine Antwort. Okay. Hat Jimmy ähnlich wie bei Boos ihn jetzt auch noch beschuldigt, dass er irgendwas getan hat, wofür man ihn irgendwie einbuchtet. When you said Jimmy soon retaliated, does that have something to do with what you said about the scrapbook? Maybe. Vielleicht. Das ist immer interessant irgendwie. Das ist vielleicht... Ich kann das überhaupt nicht einordnen, wie das gemeint ist. Okay.
richte sich bald. When you said Jimmy soon retaliated, is that connected to the wedding ring? Okay, hat er auch wieder maybe gesagt. Radspule. Ja, es ist auf jeden Fall wieder soweit. When you said Jimmy soon retaliated, spontan fällt mir nichts ein, tatsächlich. Okay. Ja. Ich könnte mir in Bezug auf die MacGyver-Geschichte irgendwie vorstellen, dass when ja, you said dass Jimmy Jimmy vielleicht auch nochmal eine andere Art Falle gebaut hat. Irgendwie sowas. Okay, warte ein wenig, bevor du wieder versuchst, Kontakt herzustellen. Okay. Gibt es dafür auch eine genaue Zeitangabe? Denn wir wollen doch alle, dass es weitergeht. Mein Harvey ist halt eh so ein bisschen spezieller. Also in Bezug auf die anderen Geister. Immer ziemlich angepisst irgendwie. Und halt eben auch anscheinend nicht so gesprächig. Okay, ja. Aber ich hake natürlich weiter nach. Okay, danke dafür. Ist es Harvey? Hallo. Ist es Harvey? Okay, das ist halt wirklich weg, oder was? Also diese, warte bitte noch ein bisschen, bis du wieder Kontakt aufnehmen kannst, ist halt anscheinend wirklich ernst gemeint. Es können jetzt halt... Also es könnte halt sein, dass ich die nächste Minute wieder Kontakt aufnehmen kann. Oder erst in meiner nächsten Folge. Keine Ahnung. Oh Gott. Scheiße. Mein Plan ist jetzt, dass ich erstmal Bo suche. Denn der muss sich ja hier auch irgendwo. Oh, scheiße, der ist ja super nah. Oh mein Gott, das war ja übel. Das halte ich nicht aus. Er kommt, er will kommen. Alter, war der super nah, ey. Scheiße, es geht wieder los. Panikmodus vom Allerfeinsten. Na, ich dachte, du kommst jetzt. Mensch, ey. Oder bedeutet kommen, ich warte, bis du hier rauskommst. Es ist anscheinend schüchtern. Oh, ich werde es noch so bereuen. Aussagen von mir. Okay, wieder. Ich gucke natürlich in den Spiegel, um mich zu beruhigen. In meinem Herzen ein bisschen Überbrückung anzubieten. Ist klar. Okay, 216 HW. Oder nee, Boos muss es doch sein. Genau, Boos meine ich natürlich. Weil Harvey hängt jetzt in der 205 noch. Mit dem muss ich noch labern.
Okay, ob ich mir das merken kann. Fraglich. Keine Ahnung, was du erzählst. Aber vielleicht zeigst du dich mal kurz, also länger, also kein Jumpscare bitte. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Okay. Und dann würde ich mir noch wünschen, dass du noch ein bisschen weiter weggehst, tatsächlich. Das ist mir zu nah. Noch weiter. Okay, keine Ahnung. 205. Ja, das ist viel zu nah noch, der Junge. 205 HW. 216, Bos. Ich bin in der 206. Die Frage ist, kann ich jetzt noch mal in die 205 gehen? Weil HW sich dazu bereit erklärt, das Gespräch weiterzuführen. Oder ist die Zeit noch nie erreicht. Wo bin ich? Okay. 116. Ja. Oh Gott, das ist hier die Ecke, wo der mich das letzte Mal so erschrocken hat. Aber dann kann ich ja die Tür auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren. Das würde ich echt so gerne mal machen. Bin ich wirklich super neugierig, was da abgeht. Whoa! You can't get away from me that easily, Jimmy. I think we should start again, don't you? Why don't you do what I ask you to do this time? That would be a good start, wouldn't it? Here? Here. Ja. Also, wie gesagt, Boos ist... Hab ich bestimmt schon tausendmal hingeguckt. Egal. Boos sieht man mittlerweile auch wirklich den Psychoterror an hier. Der war ja für mich am Anfang schon so ein bisschen fragwürdig. Aber so langsam ist der wirklich völlig am Durchdrehen, tatsächlich. Is it Dr. Boos? Was ich wirklich verstehen kann. Ja. Okay, Boos. I saw you sitting on a bed talking to Jimmy. What were you doing? Entschuldigung. I thought when he realized he'd been caught lying, he'd start to engage with me and do what I asked. Instead, he just made up another lie. Only this one was much worse. The worst. War die schlimmstmögliche. Okay. Ja. Ja klar, ne? Also Jimmy war natürlich richtig sauer, dass Boos das doch am Ende geschafft hat, seine Mutter zu überzeugen, dass Jimmy sich das alles nur ausgedacht hat. Das hat ihn bestimmt schon ziemlich wehgetan. Denn Rose hat vorher die ganze Zeit ihm alles so geglaubt hat. Na? Okay, ja. Es war die schlimmstmögliche Lüge. Was könnte das sein? Hm.
weiß nicht, mich zieht es halt auch immer noch zu diesen Artikeln. Oder Artikeln. You said Jimmy made up another lie about me. Ist ja halt so sein. A much worse lie. Does that have something to do with what you said about the scrapbook? Jimmy accused me of the worst crime possible. He took it from a newspaper story he read. He was making it all up. Okay. Ja. Polizei. Würde ich sagen. Ja. Ich kann natürlich nicht mehr ganz so reproduzieren, was jetzt genau in den Artikeln stand. Also den Text konnte ich halt gar nicht lesen, weil der zu klein war tatsächlich. Und ja, es ging halt um Lehrer und um einen Arzt. Frage ist jetzt nur das schlimmstmögliche Vergehen. Da kann ich mir jetzt im Moment gerade gar nichts drunter vorstellen, tatsächlich. Ach so, ich habe ja keinen Schlüssel mehr. Shit. Oh Gott. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl. Oh, da ist er natürlich. Ich hatte doch das Gefühl. Und es hat mich nicht getäuscht. Da hinten ist eine Sackgasse. Da gehe ich erst gar nicht hin. Halala. Ich glaube, der Gang geht jetzt 211 und so hinter, also nicht zu 205. Ich würde das natürlich schon super gerne auch auflösen jetzt mit HW. Und bin aber auch froh, dass ich noch so ein bisschen Auswahlmöglichkeit habe. Tatsächlich ist auch super angenehm. Ich traue mir. Ist zu ruhig. Das liebe ich, wenn er das macht. Irgendwie finde ich das am sympathischsten, wenn er sich direkt bemerkbar macht, indem er nach mir ruft. Ist natürlich nicht schön, was er da erzählt. Aber um den Inhalt geht es mir tatsächlich nicht. Oh Gott. Scheiße. Bin gefangen. Scheiße, ich muss halt raus. Und ich muss eigentlich auch nur raus, weil ich weiß, dass vielleicht der eine oder andere zuguckt. Und sich wieder denkt, mein Gott, wie panisch kann man sein? Aber es ist tatsächlich wirklich meine Persönlichkeit. Und lasse Stille. Und ich werde bestimmt jetzt bestraft. Oh, wo bin ich? Scheiße, Sackgasse. Dahin komme ich nie weiter. Es ist die Tür, wo ich nicht langkomme.
Oh nee, das ist hier gar nicht witzig. Das ist überhaupt nicht witzig. Aber ich hab's geschafft. Danke dafür. Okay, ja. Ja, ja. Ich fahre in Crowns. Ich weiß jetzt auch gar nicht warum, aber diese Tür, wo man so dieses Polizeilicht gesehen hat. Ja, genau, das dachte ich mir nämlich. Okay, ja. Wird Dr. Boos jetzt abgeholt, oder was? Wo ist das? Hier? Nee, das ist schon hinter mir. Nee, dort ist es. Okay. Okay. Küche. Macht der Kompass eigentlich? Okay. Bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Kompass sagt hier hin, oder? Ach Gott, ist hier ja auf. Leute. Das ist ja witzig. Oh. Jetzt hier die Showbühne. No Go Punch. Denn wir erinnern uns, ich konnte hier ganz am Anfang nie rein, weil es zu dunkel war. Ist ja cool, ey. Da freue ich mich tatsächlich echt drüber. Ah, okay. Hier geht's ab. Ja. Was kann er schlimmstmöglichst das getan haben, wie er das beschreibt. Was kann das sein? In Bezug auf Jimmy ja wahrscheinlich. Es geht mir irgendwie nie aus dem Kopf, tatsächlich. Is it Dr. Bowes? Ich erklärt es ja jetzt. I saw you upset and heard the police banging on the door. What was going on? Rose reported me. I knew they'd strike me off. I had no career, no future. I decided to take control once and for all. Die Kontrolle zu übernehmen. Ja, schade. Naja, das Einzige, an was ich so halb denke, ist Kindermissbrauch. Also, ich beziehe das jetzt nicht auf Schläge, sondern sexuell natürlich. Dass das irgendwie Thema gewesen ist jetzt. Das ist so das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt. In Bezug auf dieses Schlimmstmögliche. Okay. Ja, also Rose zeigte mich an. Ich wusste, sie würde mir meine Zulassung wegnehmen. Ich hatte keine Karriere, keine Zukunft. Ich entschied, die Kontrolle zu übernehmen. Ein für alle Mal. Kontrolle übernehmen. Ja, also für mich klingt das so nach ja, dass er sich doch jetzt irgendwie umbringt, oder?
Okay. Wäscheleine ist in dem Fall interessant mit der Teigrolle. Ich habe sie zusammengebunden. Es war ein Experiment. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir das schon mal hatten mit ihm? Does that have anything to do with what you said about the washing line and rolling pin? Warum hat er das gemacht? I experimented with the washing line, but it was too thin. Okay. I found some rope instead. I still had my keys at the hotel, so I crept in one night while I was on bail. Okay. Kaution ist jetzt wegen Gefängnis so gemeint? Wahrscheinlich, oder? Nur, wenn es jetzt wirklich um Kindermissbrauch geht, da bekommt man noch keine Kaution, oder? Ich hab, Leute, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie würde ich das schon komisch finden, wenn das so wäre. Tatsächlich. Weiß nicht, kann mir das nicht vorstellen. Da ist man doch einfach weg vom Fenster, wie man so schön sagt. Okay. Ich versuche jetzt mein Glück nochmal auf der 2. Mit HW. Das liegt jetzt unter anderem daran, dass ich auch schon wieder so in Gedanken war gerade, dass ich den Hinweis nie gesehen habe, der mir gerade angezeigt wurde, wegen Boos. Ist aber nicht schlimm. Wir heben uns... Oh! Alter! Was ist denn das? Das war ja widerlich. Nee, ey. Oh mein Gott. Warum gehst du bitte weiter? Oh Gott, wo bin ich? Bin ich jetzt hier in der 205? 4? 5? Oh Gott. Jimmy hat mich in die richtige Ecke gedrängt. Du hast eine Armbrust gefunden. Okay, das ist jetzt auch super überraschend. Ich sollte hier bestimmt wieder hin, oder? Wegen Harvey und 205. Ich habe jetzt gerade gedacht, dass das noch das Zimmer ist, wo Harvey ist, weil ich das natürlich auch total wieder vergessen habe, wo Harvey eigentlich unterwegs ist. Bin ich auch ganz ehrlich. Hammer, ey. Kann man so den Faden verlieren? Aber mich wundert es tatsächlich überhaupt nicht. Also ich bin wirklich in solchen Stresssituationen, funktioniert mein Hirn einfach nie richtig. So komisch, wie es auch klingt. Das ist genau das, was ich so meine unter... Das ist so wie so ein kleines Experiment auch für mich mal, mir das auch selber mal anzugucken, wie ich so auf solche Situationen reagiere. Das kann man sich im Normalfall eigentlich auch immer nur erzählen lassen von engsten Bekannten, wenn mal irgendwie sowas stattfindet. Ja, was soll ich sagen? Es ist einfach interessant für mich. Okay. Ja. Boos ist im Keller. Harvey? Okay, jetzt wird mir halt das Zimmer nicht mehr angezeigt, ne, wo HW war. Und ich hab's mir wirklich nicht gemerkt.
Ich hätte schwören können, dass das jetzt die 205 halt ist. Okay, ja. Planänderung. Ich bewege mich in den Keller. Denn eine andere Wahl habe ich nicht. Gott, der kommt doch, oder? Ich hör's doch schon wieder. Die Ecke war überhaupt nicht witzig gerade. Dunkler. Ja, na klar kommt der. Ein Schlüssel. Mensch, das ist wirklich auch mittlerweile überraschend. Denn ich habe ja eigentlich wirklich alle Schlüssel verloren, tatsächlich. Und ja, mir hat schon was gefehlt. Denn mein Schlüsselbund wurde immer leerer. Und ich sammle doch so gerne Schlüssel. Krass das eigentlich, wenn man sich das mal überlegt. Für jedes Zimmer gibt es ja bestimmt mindestens 2 oder 3 Schlüssel, falls man Gast ihn verliert oder so. Wenn man die für alle Etagen mal an den Schlüsselbund hängen würde, das ist doch schon schwerer als ein Schulranzen, oder? Oh Gott, ey. Ey, den Job würde ich echt nie haben wollen, tatsächlich. Geil. Wenn dann so der Sicherheitsdienst kommt, kommt dann mit so einem, mit so einer Kiste voller Schlüssel. Und braucht so 30 Minuten, bis er den richtigen gefunden hat. Oh mein Gott. Einfach nur dumm. Aber witzig. Aber ich habe hier eigentlich auch gar nichts zu lachen. Weil ich überhaupt nicht weiß. Das ist doch die Sackgasse. Oh, natürlich, das ist mir absolut klar. Natürlich. Absolut klar. Hilfe. Wo bin ich? 206. Ich muss zum Fahrstuhl. Oh nee. Ich muss noch ein bisschen lunzen. Brauch das. Lunzen, lauschen, lauern. Okay, ich glaube, ich habe ihn weiter gehört. Das ist jetzt wieder die Sackgasse. Hier, diese eklige Scheiße. Oh nee. Aus hier, aus. Einfach nur weg. Bitte. Ich hab's geschafft, ey. Oh. Das ist einfach nur beruhigend für die nächsten 5 Minuten. Es hält auf jeden Fall nie an, dieses gute Gefühl. Okay, ja. Boos. Ist hier irgendwo mit einer Wäscheleine und einer Teigrolle. Kann man auch völlig falsch verstehen, wenn man das einmal mal so ohne Zusammenhang hört. Nee.
Scheiße. Krass. Okay. Ganz ehrlich, habe ich noch nie gesehen, diese Todesart. Also wirklich, noch nie habe ich das irgendwo gesehen. Kein Film, keine Serie. Und Gott sei Dank auch nicht im realen Leben. Also das ist wirklich heftigst. Und auch nochmal das neue Level von ich erhänge mich tatsächlich. Hammer, ey. Ja. Ja. Ich hatte also recht, dass wo es die Kontrolle übernommen hat, nicht um Jimmy zu schaden, sondern eher um sich selber weiter zu schaden und sich und er es einfach nicht mehr ausgehalten hat, ne? Is it Dr. Bose? Ja. Yes. I saw you tying a rope around your neck. You killed yourself. Why? I'd had enough. There was no going back. My life was over anyway. Thank you. No. Oh! Der große Hugo Punch. Und die krasse Show. Ja, Busgeschichte ist nun beendet. Ja, krass, ey. Und meine Vermutung, die ich geäußert habe, bezüglich, dass Jimmy, ja, auch diesen Tod eher provoziert hat, als selbstständig daran teilzunehmen. Also so im Hinterhalt hat sich hiermit auch wieder bestätigt, tatsächlich. Und langsam wird mir das dann auch alles ein bisschen klar. Und ja, ich bin gespannt, wie das mit Harvey abgeht. Okay. Kommt er jetzt? Der große Hugo Punch. I am the great Hugo. I stand alone above all others. Ich dachte, das ist Comedy. Das ist doch eine Zaubershow. Alter, Maya hat's voll umgeschmissen. Oh Gott, ey. Oh, ich muss lachen. Ja. Die Show, die war mir echt einmal auch zu krass. Wenn ihr versteht. Oh Mann. Das ist witzig. Hammer. So ein Fan in der ersten Reihe, der so den so mitgerissen hat von der Show, dass es den übelst umknallt und danach der Krankenwagen kommt. So in der Art. Das ist die Show von Hugo Punch. Okay. Ich frage mich halt jetzt wirklich, wer hier ist. Kommt jetzt Hugo Punch oder was? Aber es gibt kein Rauschen. Tatsächlich. Ich kann. Huch. Mal schnell.
Is someone there? Ich weiß nicht, ich bin ja einfach so zufällig jetzt hier gelandet. Nach Bos Tod. Ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass hier irgendjemand ist tatsächlich. Okay, das ist überraschend tatsächlich. Ja, ich gucke natürlich nochmal in den Spiegel, würde ich sagen. Denn auch wenn ich in den Spiegel gucke, bedeutet das ja nicht, dass ich in einer Minute dort bin. Deswegen glaube ich, kann ich mir das erlauben, dann nochmal reinzulunzen. Ich meine, wir haben ja jetzt eigentlich nur noch Harvey am Start, ne? Ja. Okay. Ja. Also, wenn ich mich nicht ganz irre, sehe ich in dieser Sequenz diese Armbrust, die ich finden sollte, die wahrscheinlich auch diese Situation aufklärt. Denn Harvey. Wie war der Inhalt? Irgendwie, dass Jimmy sich noch was Krasseres ausgedacht hat. Wo ich ja noch meinte, dass ich dann wahrscheinlich auch nochmal so an so eine Falle denke eher. Und wie ich bereits erwähnt habe, ist mein Problem, dass ich nicht mehr weiß, wo dieses Zimmer ist, wo ich da hingegangen bin. Ich kann natürlich jetzt den Kompass mal benutzen. Oh, Mann, du Schwein. Schnell rein, bitte. Eine lange Fackeln. Komm, heute mal im Schrank verstecken, mal ein bisschen Abwechslung. Schöne Tapete. Genau. Ja, kommen Sie rein. Ich sehe nichts außer eine Schranktür, die überhaupt nicht auffällig off ist. Na? Wer hat denn da schon wieder den Schrank aufgelassen? Welch unhöflicher Gast. Ja. Mein, wir wissen alle, was ich jetzt denke. Ich würde zu gerne wirklich auch die Schritte draußen oder das ist auch absolut in Ordnung, Jimmy. Denn das gibt mir immer den Hinweis, dass er hier nicht im Zimmer geblieben ist. Denn die Erfahrung habe ich ja schon gemacht. Es war provoziert natürlich, ist klar. Aber am Ende des Tages war das doch sehr hilfreich jetzt wieder für diese Situation. Und mich würde tatsächlich wirklich interessieren, ob man da auch wieder rauskommt. Also, wenn er sich da dann im Bad versteckt. Maya. Nein. Gibt es so, bis ich nach 10 Minuten warten, so einen Moment, wo ich das dann mitbekomme, wie er aus dem Bad kommt und wieder rausgeht oder so.
Oder ist es wirklich einfach so gedacht, hier ist das Spiel für sie vorbei? Das wäre ja schon auch spannend. Ich bin so ein bisschen, also ich lausche, weil Jimmy macht, habe ich das Gefühl, mittlerweile auch eine andere Geräuschkulisse. Und damit meine ich, dass der Wahnsinn immer mehr deutlich wird. Denn überlegt euch mal, da ist jetzt seit wie vielen Tagen ich auch immer hier bin, läuft der in diesem Hotel hin und her. Teilweise schleichend, immer am Lauern. Nie, seit Tagen kein Tageslicht gesehen. Keine Luft, kein Luftzug, gar nichts. Nur so ein Flackerlicht und irgendwelche, ja, Toten vielleicht, die er noch irgendwo gelagert hat. Ich weiß nicht. Und die er sich kümmern muss. Also, ich sag mal so, besser wird es ihm jetzt nach dieser Situation auch nie gehen. Das kann ich aus meiner Sicht schon mal feststellen. Ja. Okay. Muss aufhören. Ich muss mich konzentrieren. Also meine einzige Lösung ist jetzt für dieses Dilemma, dass ich den Kompass benutze. In der Hoffnung, dass er sich ausschwingt und mir dann doch irgendwie die Richtung zeigt, so wie es wahrscheinlich gedacht ist jetzt für so einen Zweck oder so eine Situation. Aber ich habe halt ja schon festgestellt oder deutlich gemacht, dass dieser Kompass mich bisher eher wenig unterstützt. Kann aber auch an mir liegen, dass ich es einfach nie so richtig begreife. Ist alles möglich, tatsächlich auch. Ja. Scheiße. Hau mich nie raus, Leute. Ich muss jetzt da draußen, habe ich irgendwie keinen richtigen Anhaltspunkt, wo ich hin muss. Wollte ja irgendwie von uns aus gesehen nach rechts, wenn mich nie alles täuscht. Oh Gott, ey. Ich glaube, ich bin jetzt so in einer richtig blöden Situation. Habe ich so lange gewartet, dass das Spiel mich jetzt bestrafen wird für diesen Angstzustand und mir jetzt doppelt und dreifach Jumpscares reinballert. Okay. Ja, es ist wieder soweit. Muss es probieren. 1, 2, 3. Gott. Wo bin ich? Wo wollte ich hin? Kompass, habe ich gesagt. Ja, es kann alles sein, dass es das hier ist. Kompass schwingt. Ja? Bitte, 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 bitte. Ich möchte nicht viel nur mit Harvey reden. Komm, bitte. Is anyone there? Okay. Ich bin auf jeden Fall in der Nähe. Oh Gott, ey. Hammer. Aber es ist wahrscheinlich auf der anderen Seite. Okay, jetzt bitte nicht sterben. Lieber noch mal eine Sekunde länger lunzen. Nichts riskieren. Denke ich mir. Okay.
Okay, ist weiter weg. Ich kann raus. Ich hab's ganz weit weg gehört. Sein Geplover. Im Wegen Catchen und so. Okay. Oder müsste ich... Is anyone there? War draußen auf dem Gang, oder? Hello? Nee, okay, ich hab gerade kurz gedacht. Is it Harvey? Yeah, oh Gott, bin ich froh. Okay. Erstmal würde ich jetzt gerne mal zum großen Hugo auf der Bühne. Obwohl eigentlich habe ich ja schon festgestellt, dass er ihn ja nie kennt. I saw someone on stage, a performer, weil er gestorben ist, bevor Jimmy the great Hugo. Erwachsen wurde. I never knew it. Ja, ich habe ihn nie gekannt. Okay. I saw Dr. Bo's tie and rope around his neck. He killed himself. Why? Ich sagte uns das, weil er jetzt gebracht worden war. Everyone thought he'd touched Jimmy. Ah, okay, ja. He was clever, you see. Too clever. Doctor had no chance. Poor soul. Okay, ja. Ja. Dann hatte ich doch die richtige Idee dazu. Ja. Klar. Where was the crossbow from? It was from an armory display we used to have. Jimmy was fond of it. Jimmy mochte ihn. Mhm. Klar, das stimmt, die hatten ja so ein, oder er, ja, hatte in seinem Hotel ja so ein Schaukasten irgendwie, oder? Irgendwas mit Mittelalterwaffen, bilde ich mir ein. Das war ja mal in dem Zusammenhang, auch mit dem Schwert und so weiter. Okay, ja. Genau, das letzte war ja Harvey mit einem Schläger im Zimmer. Und genau, nachdem er wiederum seinen ganzen Kram zerstört hat von Jimmy, hat sich Jimmy gerächt. Und wie hat er das gemacht? Irgendwas mit der Armbrust, weil ich dies finden sollte. When you said Jimmy soon retaliated, does that ich tippe auf eine Waffe, also Falle. Jimmy was fond of weapons like that. I hadn't seen him all night after I'd smashed his stuff. I should have guessed he'd been working on his next little trick. Ja. Hat man es gerade schön gesehen, ne? Dass so ein Bolzen fliegt. Ja, es wird schon so wieder so ein MacGyver-Ding sein. Also wieder Tür aufmachen, also Harvey. Und dann ist es so mit der, die Tür so mit der Armbrust verbunden, dass Harvey dann wahrscheinlich direkt einen Bolzen abkriegt. Und vielleicht ist das tatsächlich sein Tod schon. Ja. Okay, ja. Leute, ich bin wirklich froh, dass ich das jetzt hier gefunden habe. Ich meine, zur Not hätte ich jetzt in meiner, also mir die Folge nochmal angeguckt, um dann nochmal für die fürs nächste Mal zu blicken, wo ich da überhaupt war. Ne? Aber es hat sich gelöst. Es freut mich natürlich. Ja, also es geht so langsam auch gegen Ende von HW. Einfach auch in Bezug auf die, wenn ich mich hier einlogge, sehe ich ja, wie viel Prozent vom Spiel ich erreicht habe. Sieht das schon so aus, es kommt noch eine Person. Und ja, ich hoffe, dass es wirklich die Mutter ist. Oh, ja, ja. Eine andere Person ist für mich jetzt nie wirklich aufgeklärt worden. Außer irgendwie den Vater noch von Jimmy, von dem bis jetzt irgendwie noch gar nicht die Rede war. Was bei dem eigentlich abgeht und wer das überhaupt ist. Ja. Ja. Ich denke, das wird sich irgendwie aufklären beim nächsten Mal dann auch. Und ja, Stück für Stück schließt sich jetzt auch so der Kreis. Und ja,
ist schon interessant, auch dann zu erfahren, wie Jimmy dann erwachsen geworden ist mit dem Background, die er zu dem Zeitpunkt als Kind schon hatte und den ganzen Leuten, die er da wo auf dem Gewissen hatte, ne? Es ist schon heftig, wenn man sich das überlegt. Aber ja, das wird sich alles noch irgendwie lösen, dieses ganze Rätsel. Ich liebe es, macht richtig Bock. Wie gesagt, der kleine Sherlock Holmes kommt so ein bisschen bei mir durch. Der ich doch auch sehr gerne bin, tatsächlich. Und hier kann ich das super, super ausleben. Auch diesen Charakterzug. Und ja, ich würde mich für heute auf jeden Fall verabschieden. Der eine oder andere wird es gemerkt haben. Ich laber mir natürlich schon wieder eins zusammen hier. Ich danke jeden Einzelnen, der heute zugeschaut hat. Und ich freue mich auf die nächste Folge und sage bis dahin. Tschüss.